Die Flammen, sie kommen immer näher. In den Urlaubsregionen in Portugal, Frankreich, Spanien und in Kroatien wüten Waldbrände und halten die Rettungskräfte im Dauereinsatz. Dabei kommt das Feuer den bewohnten Gegenden bedrohlich nah, so wie hier in der Nähe der portugiesischen Stadt Faro, wo sich die Flammen bis zu einem Luxusressort ausbreiten. Im Südwesten Frankreichs haben die Flammen bereits mehr als 1700 Hektar Land vernichtet. Eine Fläche größer als 2300 Fußballfelder. Insgesamt wüten in Südeuropa rund um das Mittelmeer fast 20 Brände und das inmitten der Urlaubssaison. 10 Flugzeuge und 20 Hubschrauber sind im Kampf gegen die Flammen, teils auch nachts im Einsatz. Die Urlaubs sind zu Feuerkatastrophengebieten geworden.